Amira Oliver Pocher, nach Ehe aus, jetzt äußert sich ihr Bruder. Amira und Oliver Pocher gaben vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt. Jetzt äußert sich Amiras Bruder Ibrahim erstmals zu dem Eheaus seiner Schwester. Vor wenigen Wochen wurde es offiziell, Amira und Oliver Pocher haben sich getrennt. Nach monatelanger Ehekrise zogen die Pochers endgültig den Schlussstrich, doch versicherten ihren Fans in ihrem Podcast die Pochers, trotz ihrer Trennung weiterhin ein Team bleiben zu wollen und für ihre Kinder da zu sein. Nach wie vor hat das ehemalige Paar Gefühle füreinander übrig, wie sie in den vergangenen Wochen in ihrem Podcast erklärten. Ich kann dich nicht weinen sehen und mir tut das natürlich auch weh. Als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, dass du rote Augen hast. Dann seien auch bei ihr die Dämme gebrochen, denn du bist mir natürlich nicht egal, erklärte Amira. Doch ein liebes Comeback dementierten die Pochers. Jetzt äußert sich erstmals ein Familienmitglied zu der Trennung. Amiras Bruder Ibrahim packt in der neuen Folge von Amiras Podcast Hey Amira aus. Amiras Bruder und Oli Pocher sind nach wie vor enge Freunde. Wie Ibrahim, genannt Hima, in der aktuellen Podcast-Folge preisgibt, hat er nach wie vor ein gutes Verhältnis zu dem Ex seiner Schwester. Ich krieg's ja von beiden Seiten gut mit, erzählt Amiras Bruder. Trotzdem sei die Trennung auch für ihn als Außenstehender ein bisschen belastend gewesen. Da Oli Hima sehr ans Herz gewachsen ist und er sogar zu einem engen Freund geworden ist, ist es ihm wichtig, dass es beiden Parteien gut geht, weshalb er gerne den Part des Streitschlichters übernimmt. Ich versuche dann immer, ein bisschen zu schlichten, was manchmal weniger, und manchmal ein bisschen funktioniert, meistens weniger, erklärt er. Amira hat mit der Freundschaft zwischen ihrem Bruder und ihrem Ex kein Problem, wie sie im Podcast verrät. Ich freue mich unglaublich, dass er dich hat, wirklich. Weil du gibst ihm, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Er kann mit dir gut reden. Und deswegen bin ich sehr froh und dankbar, dass es dich hier in der Konstellation gibt. Auch wenn es für dich schwer ist, so Amira.